Wir sind durch mit dem Fisch-Spa. War richtig, richtig witzig. Am Anfang super ungewohnt, hat total gekitzelt. Am Ende war es noch richtig angenehm, konnte man das richtig genießen. Und da waren immer so ein, zwei richtig große Fische drin. Die hatten dann auch dementsprechend größeres Maul und größere Zähne. Die haben immer gemerkt, wo die sind. Hat aber auf jeden Fall Spaß gemacht. Wie fandst du es? Ja, ich fand es auch witzig. Ein bisschen unangenehm am Anfang, aber am Ende war es gut. Genau. Der nächste Tag hat begonnen. Gestern waren wir nur beim Fisch-Spa, waren noch essen und am Strand gab es nichts Filmenswertes noch. Heute gehen wir an den Hundestrand oder zumindest an den Strand, wo man Sam mitnehmen kann. Der ist auch schon bereit, hat schon Lust, glaube ich. Jetzt ist er gerade noch müde. Wir haben ihm die Nase eingecremt, weil er sonst einen Sonnenbrand kriegt. Das ist auch mal eine witzige Sache. Und ja, mal gucken, ob wir da ein paar schöne Aufnahmen hinkriegen. Sam haben wir nach Hause gebracht, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit ihm am Strand zu spielen. Ich hoffe, euch gefallen die Aufnahmen, ihr hattet es euch ja gewünscht. Jetzt gehen wir hier noch shoppen. Wie heißt der Ort hier? Handia. Handia, genau. Ihr habt wahrscheinlich auch gerade auf der Aufnahme die wilden Esel gesehen, die hier einfach rumlaufen. Den an der Bushaltestelle fand ich sehr witzig. Mal gucken, ob wir was Schönes finden, aber wir bummeln jetzt hier erstmal rum. Ein paar Sachen für mich gesucht und ja, wie viel Spaß macht das mit mir Schuhe oder Sonnenbrillen zu shoppen? Gar kein, man findet einfach überhaupt nichts. Also Max ist viel zu groß für die ganzen Klamotten. Ja, auch bei den Sonnenbrillen. Also ich bin jetzt 22 Jahre alt, ich hatte mein ganzes Leben lang keine Sonnenbrille. Der Kopf ist einfach zu groß, es passt nicht. Wir haben gerade wieder 50 Sonnenbrillen anprobiert, die sehen alle so scheiße aus. Die Bügel brechen total nach außen. Das macht keinen Spaß, das macht keinen Spaß. Endlich sind wir fündig geworden. Ich habe mir ein paar Schuhe gekauft
Und jetzt gehen wir erstmal was essen. Genau, jetzt sind wir hier in der Strandpromenade angekommen. Sehr idyllisch hier. Ich kann gleich nochmal eine Rundumsicht euch geben. Und ja, ich habe schon wieder nichts gegessen heute. Schon wieder nach zwei. Das müssen wir irgendwie besser hinkriegen. Bei uns ist mittlerweile wieder Abend. Wir sind noch. Was haben wir denn gemacht? Ich hatte die Kamera gar nicht mehr bei mir. Es ist auch so windig hier, dass man überall. Die Passatwinde wehen hier gerade voll über die Insel, dass man hier gar nicht immer überall filmen kann, dass man verstanden wird. Wir kamen wieder. Ich war noch beim Sport. Da kostet so ein Einmal-Ticket 5 Euro für den ganzen Tag. Das ist eine ganz gute Sache, gehört einfach zum Urlaub dazu, finde ich. Dann haben wir noch lecker gegrillt. Sam war fertig, nachdem wir mit ihm am Strand gespielt haben. Und ja, jetzt war es das soweit. Es ist hier gerade 9 Uhr. Und morgen früh müssen wir sehr früh aufstehen. Was heißt sehr früh? So gegen 8 aufstehen. Da wir die Beach Buggy Tour haben. Da fahren wir 3,5 Stunden mit so einem Beach Buggy um einen Großteil der Insel. Besichtigen auch ein paar schöne Orte, das werde ich auch das Ganze filmen, da nehme ich auch beide Kameras mit, das wird auf jeden Fall ein geiler Vlog, freue ich mich drauf, jetzt lassen wir den Abend noch ausklingen, ich schneide den Vlog schneide ich jetzt noch, ja, das dauert ja auch mal ein bisschen, das Internet ist ja auch mega schlecht, also der Upload von einem 6 Minuten Video dauert hier 3 Stunden, den muss ich dann immer über Nacht hochladen, aber genau, das mache ich jetzt, entspannen wir noch, bis zum nächsten Mal.